Freunde, bevor das Video jetzt auch hier beginnt, wollte ich ganz kurz einmal eine Sache ansprechen, weil viele wundern sich auch im Internet, hey, ukrainische Flagge auf dem Reichstag, gut, Deutschland. Wie gesagt, die Leute wundern sich ja nur, und meiner Meinung nach bin ich bin ja neutral, aber Leute wundern sich ja nur, weil, oder man sagt ja, Deutschland eine europäische Union. Und Ukraine ist ja sozusagen, und die ukrainische Flagge ist ja sozusagen eine Fremdflagge. Klar, die gehören nicht zu der EU. Und es kommt sozusagen ein bisschen komisch den Leuten gegenüber, wenn die Flagge dann sozusagen irgendwie geraced wurde. Aber darum geht es hier gar nicht. Und zwar hat Deutschland ja ihre Solidarität der Ukraine gegenüber gezeigt, weil jetzt nach einem Jahr, insgesamt ein Jahr Krieg, haben sie sozusagen solidarisch sozusagen die Flagge hochgehalten auf dem Reichstag. Und darum ging es nur. Nur mal ganz kurz an die Leute, die es nicht verstehen. Okay? Und ja, es gibt ja sehr, sehr viele, die sich wundern. Wir brauchen uns nicht wundern oder irgendwie, keine Ahnung, in die Scheiße labern. Wir bleiben neutral. Ja? Ob es jetzt da hingehört oder nicht, ist erstmal dahingestellt. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Video. 6 in the Mix, was geht ab? Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Kein langes Video heute. Ich habe ja die Nachricht bekommen, hey Bro, geh mal zum Reichstag am Brandenburger Tor und film mal ganz kurz den Reichstag. Da haben sie die ukrainische Flagge hochgehangen. Hab jetzt nur so einen Tipp bekommen. Das will ich ganz gerne mal sehen. Und zwar stehen wir hier direkt vom Reichstag schon fast. Ja, da ist der Reichstag. Ja, vielleicht kann ich nochmal ranzoomen. Aber ich sehe nichts mehr. Ich sehe da gar nichts mehr eigentlich, ne? Ja, also, wir gehen mal ganz kurz nach vorne trotzdem. Rund rüber. Und schauen uns das kurz mal an. Und ja, ich sehe auf jeden Fall, dass eine deutsche Flagge hängt dort. Und eine europäische Flagge. Das sehen wir uns gleich von weit nochmal an. Wir müssen etwas weiter weg. Ja, die Straßen überall alle abgesperrt, Alter. Gibt's hier Stress? Wo sind sie gerade? Ich überlege gerade, wie wir da hinkommen. Ja, komm, wir sehen uns davor. Wir müssen sowieso nochmal kurz über die Straße. Hey, Daumen nach oben, bevor das Video beginnt. Ja, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Die Leute, die es immer noch nicht gemacht haben, let's go. Schau mal, wie viele Gruppen wieder kommen. Es wird ja langsam auch wieder wärmer. Gut, heute ist kalt. Aber so langsam, März, in Richtung März, April wird es natürlich immer wärmer. Und ja, wir gehen jetzt hier zum Reichstag direkt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf der Stelle hier rüber ganz kurz gegangen. Hier ist eine deutsche Flagge, auf der anderen Seite auch eine deutsche Flagge. Ganz hinten ist eine europäische Flagge. Jetzt frage ich mich, wo? Wo habt ihr mir jetzt einen Tipp gegeben? Ich sehe keine ukrainische Flagge. Vielleicht können wir mal direkt fragen. Ja, schade. Also ich sehe jetzt, wie gesagt, nur deutsch. Hallo. Ich habe hier einen Tipp bekommen. Und zwar wurde gesagt, dass da eine ukrainische Flagge hängt. Aber ich sehe keine. Auf dem Reichstag hang angeblich eine... Oder ja, hing? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man die von unten sehen kann. Ah ja, okay, also, aber die ist trotzdem drauf, ja? Ich glaube schon. Ja. Ah ja, okay, weil ich habe nur eine europäische gesehen und vorne die zwei deutschen Flaggen. Nee, also oben drauf sieht man auf jeden Fall auch noch mehr Flaggen, wo ist nicht. Ah, okay, vielleicht aber weiter weggehen. Ich weiß gerade, ich war schon lange Zeit nicht mehr oben, deswegen okay. Weiß ich es nicht. Alles klar, danke. Ich probiere mal mit ein bisschen weiter wegzugehen. Danke. Also die Frau sagte, es ist eine wohl drauf. Also gucken wir uns die an. Auf dem Reichstag? Schon hart. Ach, guck mal hier, jetzt sind es plötzlich drei. Die Flagge hier, dann die dahinter und dann nochmal hier. Ja, das wollte ich mir jetzt nicht nehmen, deswegen sind wir ja hier. Eine ukrainische Flagge auf dem Reichstag, auf einem deutschen Regierungsgebäude. Vielleicht fragen wir mal kurz den Nächsten, das ist schon hart. Also was heißt hart? Ich weiß noch nicht. Also das habe ich vorher auch noch nie gesehen, von der Art und Weise her. Ja. Aber ich sehe die Flagge jetzt nicht. Vielleicht gehen wir nochmal einen Kreis. Rundherum sollte man das auf jeden Fall sehen. Auf der anderen Seite. Jetzt sind wir direkt hier vor dem Reichstag. Dem deutschen Volke. Also Haupteingang sozusagen. Ich sehe nichts. Und das, was wir hier sehen, sind sozusagen kleine Baustellen. Hier heben die auch schon den Boden aus. Und werden dort sozusagen so Absperrungen einbauen. Damit man dann nicht mehr so schnell rüberkommt. Ihr könnt euch ja erinnern, dass da Leute mal gestürmt haben. Das wollen sie jetzt nicht mehr haben. So, wir probieren es jetzt mit der anderen Seite. Komplett 360 Grad herum. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir da noch was sehen werden. Ja, Freunde, ich kann keine ukrainische Flagge mehr sehen. Also ihr habt mir den Tipp ja gegeben, ich soll herkommen. Ich sehe jetzt überall eine deutsche Flagge und eine europäische. Die ukrainische Flagge ist plötzlich weg. Komm, wir fragen mal einen Polizisten. Vielleicht weiß er mehr als ich. Gehen wir mal kurz nach vorne. Ja, also Deutsche sind wirklich ein bisschen tricky, wa? Mit ihrer Art und Weise. Nur mal gucken. Verzeihung, mir wurde gesagt, dass hier eine ukrainische Flagge hängt. Wo ist die denn jetzt? Hang da eine oder war das Quatsch? Gar nicht. Also,
können ja auf der anderen Seite schauen. Ja. Von der Frontseite aus, ob sie da eine sehen, aber da nicht. Okay, weil die ganzen Leute unter den Kommentaren geschrieben haben, hey, du musst da unbedingt hin, da ist eine ukrainische Flagge auf dem Reichstag. Okay, alles klar, danke. Freunde, also die Polizei wusste es nicht. Die haben schon gekotzt, als ich die gefragt habe. Der hat dann so mit dem Kopf geschüttelt. Weiß ich nicht. Heftig. Gut, ich sehe keine. Wir gehen trotzdem nochmal rum. Ah ja, guckt mal, wir sind der Sache näher, wir kommen der Sache näher. Das ist einmal die deutsche Flagge, die europäische und hier war wahrscheinlich eine ukrainische, die ist weg. Da ist nämlich keine Flagge mehr dran. Also ich weiß es nicht. Ja, wir gehen trotzdem nochmal vorsichtshalber nochmal eine Runde. Weil mir jetzt wirklich alle Runden hier fast schon gedreht. Also wir sind jetzt einmal drumherum fast. So, wir gucken nochmal ganz kurz vom Weiten, ob sich das nochmal lohnt und ob da eine ukrainische hängt. Ja. Hinter mir auch ganz viele Wagen, irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen Medienabhörstation, was auch immer. Heute findet da wahrscheinlich wieder was statt. Keine Ahnung. Alles ist abgesperrt. Verzeihung, wo war denn die ukrainische Flagge? Wo kann man die denn sehen? Am Reichstag, habe ich gehört, soll sie hängen. Die ukrainische Flagge? Genau, die hängt auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Ah ja, okay, ja, da war also, ich. Wir haben ja vier Türme sozusagen. Okay. Und genau der hintere Turm, dort war sie einmal und vorne auf ja. dem Platz war nochmal einmal. Also stimmt das, echt, ja? Wir hatten die angehangen, ja, weil ja, okay, ein Jahr Krieg war. Ah ja, okay, das war sozusagen eine Erinnerung. Ritual. Alles klar, keine Ahnung. Ach, Ritual auch noch, alles klar. Ja, ist ja normal. Alles klar. Ja gut, nee, ich war jetzt auf der anderen Seite, ja. aber da war jetzt nichts. Dann haben wir sie wieder unten, abgehangen. Ne? Dann war wahrscheinlich nur den Tag, weil Jahrestag okay. war. Also leider ein Jahr Kriegszeit schon. Und ja. dann wird sie wahrscheinlich wieder abgehangen. Darf ich Sie fragen, was machen Sie nicht? Was machen Sie hier und nicht in Hollywood? Aha. Sie sehen gar nicht aus wie eine Polizistin. Ja. Alles Gute. Ciao. Danke, ciao. Einer auf den, Six. Selbst einer, der gerade da arbeitet, kam da raus, hab mit ihm kurz gesprochen, meinte, ja, das soll irgendwie wohl nicht so sein, also nicht gut gewesen sein, weil die Ukraine ist ja nicht in der EU, ist ja sozusagen auch eine Fremdflagge in dem Moment. So, gut, nun war das ja so, dass das sozusagen ein Zeichen für ein Jahr Krieg war und daher hing die Flagge am Reichstag. Jetzt hängt die da wohl nicht mehr. Ja, ich bin wie immer zu spät, wa? Die ukrainische Flagge hängt nicht mehr am Reichstag. Ja, und er selber hat gesagt, er weiß nicht, ob er das gut finden soll oder er weiß nicht, was er dazu sagen soll. Ja gut, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Mir ist es ja, ich bin ja auch neutral. Also jetzt hängen da wieder wohl deutsche Flaggen mit einer europäischen. So viel dazu, Freunde. So, Freunde, dementsprechend sind wir auch fertig. Das war's mit dem Video, ihr habt es gesehen. Ich war davor, Reichstag, Brandenburger Tor. Ich bin wie immer zu spät. War klar, zum tausendsten Mal, zum zehntausendsten Mal, hunderttausendsten Mal. Voll, das war's auch schon mit dem Video. Six in the mix. Daumen nach oben, ganz wichtig, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Ich habe aber trotzdem ein paar Leute gefragt, nebenbei auch so lustige Polizisten getroffen oder Polizistinnen. War wirklich unterhaltsam, finde ich. Wenn es euch gefallen hat, ganz klar, Daumen nach oben, wie gesagt, abonniert, aktiviert, kommentiert. Was denkt ihr darüber? Ich bin neutral, mir ist das egal. Deutschland hat da somit ihre Solidarität zu Ukraine gezeigt und ein Zeichen gesetzt für ein Jahr, also ist ja schon insgesamt ein Jahr krank, Mann. Ein Jahr ist das schon her, wie schnell das ging. Es kommt mir so vor, als wäre das gestern. Ja? Aber es ist wirklich tatsächlich ein Jahr jetzt her, seit vorgestern oder was? Gestern, vorgestern, ist das ein Jahr her, dass sie angegriffen wurden. Ja, haut rein, bis zum nächsten Video. Dankeschön fürs Zugucken und ja, das war das Video fürs heutigen Abend. Das war das Video fürs heutige Abend. Das war, ich bin weg, haut rein, bis zum nächsten Video. Berlin Brandenburger Tor, peace.